Hallo Leute und willkommen zurück zu ASMT, einer weiteren Folge mit eurem Ryukan und Demo. Und ja, das nächste Level steht an und wie ihr sehen könnt, ich habe von Chill Out, von dem netten Grave... Ach, verdammt, ich habe den Namen vergessen, ey. Auf jeden Fall, von diesem netten Kerl, mit dem ich auch schon mal ein bisschen geschrieben habe, über Kommentare. Ja, von dem das Level ist, ich habe den Geheimausgang gefunden. Es ist eine scheiß schwere Sache gewesen, ganz ehrlich. Und ich habe da echt verflucht dran gesessen. Aber ich habe es geschafft. Und jetzt kommt das nächste Level, das wäre Rave Horse Power. Und es hat auch zwei Ausgänge. Ja, ich bin nicht gerade glücklich darüber. Ich könnte heulen. Ich hoffe, dass dies nicht allzu schwer ist. Aber die Musik gefällt mir schon mal. So, und da ich dieses Level schon einmal ein bisschen angespielt habe, weiß ich, was ich zu tun habe. Ich brauche diesen Yoshi hier, weil, wie ihr es sehen könnt, seht ihr keinen Boden. Ich muss den hier machen. Tschüss, Yoshi. Und da kriegen wir aber eigentlich auch schon den nächsten, damit wir über diese Yoshi-Mancha laufen können. Und ja, ich sag euch, Leute, das wird lustig, denn es ist überhaupt nicht lustig. Und, ach, verdammt, das war zu früh, zu spät gesprungen. Oh ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, weil ich weiß, wie ich an dem Geheimen, wenn ich gesagt habe, ich mach's nicht, mache ich's jetzt und ihr werdet sehen, warum ich's mache, weil das ist wirklich böse. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt erstmal hier entlang, vielleicht mache ich zuerst den normalen Ausgang. Ah, ich hasse es, doch verliere ich jedes Mal den Yoshi. Und schon wieder tot, 112 Leben schon verloren. Es geht lupp, keine Ahnung, ich rede Schwachsinn. Keine Ahnung, was ich gerade... Ja, das ist dämlich. Das schaffe ich nicht. Nein, ich schaffe es nicht. Verdammte Hacke. Das ist nicht nett. Nein, was ich jetzt sagen wollte ist, ich wollte eigentlich morgen so viele Projekte noch offen, dass ich vergessen habe zu springen. Ja, shit, ich dachte, da kommt Boden. Verdammt. Wie gesagt, nichts auf der Reihe. Ja, scheiße, es funktioniert. Geht's noch gut? Los! Bitte, Demo! Bitte! Mach keinen Blödsinn mit mir! Ach, komm schon, gib her. Danke. Oh, ich spring gegen die Röhre. Aua, aua, aua. Ist doch nicht wahr. Los, komm. Ah, ja, ich verfluche alle. Dupp, dupp. Danke! Und diesmal vergesse ich nicht das Springen. So, weiter im Klartext hier. Ach, da oben kommt doch erst der Yoshi. Da. Zack. Und wieder runter. Das Spiel kennen wir ja jetzt schon. Und mit Point. Yay! So, danke. Und Yoshi schon wieder. Ja, aber jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen und wir scheißen auf, ja, wir scheißen auf das, Dingens. So, den Yoshi brauchen wir jetzt. Dann komm mal her, mein Freund. Und wieder hier drauf. Weil wir müssen den hier schon wieder machen. So, und in der Röhre ist, Midpoint. Den machen wir später, wie gesagt. Oh ja, das kommt jetzt gerade gar nicht gut. Ah, ja, klar, war klar. Wie klar war das eigentlich? Okay, Leute, das war so etwas von... überhaupt klar. Warum? Nächster Versuch. Und ja, es geht im Klartext weiter. Ich glaube, ich hatte gerade noch irgendwas gesagt. Keine Ahnung, ich habe es vergessen. Ich kriege noch einen Anfall. Flasche gegen Kopf tut immer gut. Weiter geht's. Heute ist es meine eigene Doofheit, die mich ärgert. Das ist doch echt nicht wahr. Nächster Versuch. Zack, gib mir den Pilz. Danke, Spiel. Gib mir den Yoshi. Erst recht, danke, Spiel. Spring. 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 Okay, das hat keiner gehört. Weiter. Yay, es klappt. Auf Anhieb. Super. Ah, nein. Das war nicht nett. Ich setze jetzt auch hier wieder meine alten Tricks ein. So. Nein, ich werde nicht safe staten. Warum noch?
Spiel? Warum Spiel? Warum hasst du mich so sehr? Die nächste Frage ist eigentlich, das Spiel kann dich nicht hassen. So, jetzt haben wir auch den Yoshi. Jetzt kommt die nächste lustige Sache. So, dich brauche ich, glaube ich. Ja, da oben sind Blocks. Kann ich... Ja, das ist sehr logisch. Klar, spring von dem Yoshi. Jetzt versuche ich etwas. Entschuldigung, ich setze jetzt noch ein Safe State ein. Ach, da sind noch mehr Blocks. Ja, gut. Okay, gut zu wissen. Und da brauche ich den Yoshi. Haha, wie soll ich das denn machen? Hä? Ja, ist klar, auf jeden Fall. Mit Yoshi komme ich da nicht durch. Auch nicht, wenn ich klein wäre. Komme ich genauso wenig mit dem Yoshi da durch. Wie soll ich das denn machen? Hallo? Hallo? Okay, back to the beginning. Okay. So, auf jeden Fall, hier ist der Geheimgang. Ja, der ist hier. Und ich werde das auch hier wieder... Oh, ja, ist klar. Da ist auch mal ein... Ja. Auf jeden Fall... Ja, danke. Tut mir ja leid, Yoshi. Dich muss ich hier dann zurücklassen. In der Hinsicht, noch ein schönes Leben. Ja, genau, jaule. Weil wir brauchen das, was daraus kommen soll. Ein Baby-Yoshi. So, und jetzt kommt die lustige Sache. Ich werde erst den Baby-Yoshi versuchen, da hoch zu schleppen. So. Nein, verdammt, danke. Fast hätte es geklappt. Nächster Versuch. So. Oh, okay. Auch gut. Okay. Ja, genau. Und jetzt gehen wir natürlich den ganzen Weg einmal zurück, um den Koopa auch an diese Stelle zu verfrachten. Wieder saven. Komm her. Gib mich Koopa. Und selbes Spiel nochmal. Oh ja, sehr logisch. Anfall krieg. Ja, ja, genau. Kick ihn zurück. Yay! Auch wieder sehr logisch. Uns rennt die Zeit davon. Und ja. Yeah. So, jetzt. Oh, ich hasse dich. Oh, ich hasse dich. Oh, dich liebe ich. Dich hasse ich doch. Oh, ja, genau. Kick ihn weg. Hass, Wut und Trauer macht sich gerade wieder in mir breit. Oh, nein, nein. Nein, nein, nein. Warum hast du mich so sehr, Spiel? Verschluckt. Ach, das war nicht gut. Weit. Boom. Boom. Nein. Oh. Meine Fresse, es kann doch nicht so schwer sein, einen Koopa-Panzer zu werfen und los, sehr schön. So, jetzt haben wir den schon mal hier wenigstens. Nächster. Oh ja, ich hasse dich. Ich hätte ihn fast gehabt. Ja, ja. So Leute, ich weiß nicht, ob ich es rausgeschnitten habe, aber falls nicht, ihr habt es gesehen, es ist Folter. Auf jeden Fall, das ist nicht dein Ernst. Gut, dass ich das gesaved habe. So, den müssen wir nämlich, brauchen wir,
für diesen kleinen Mann, damit er groß wird. Und haha, haha. Was haben wir denn da? Wir haben einen Geheimgang freigeschalten. Ja. Den haben wir dann schon mal. Und was erwartet uns als nächstes? Noch ein Level mit Geheimgang. Na, danke schön, Talkhouse. Ich hasse euch alle. So, auf jeden Fall, wir haben das Level zur Hälfte hinter uns. Ich werde versuchen, den normalen Ausgang irgendwie hinzukriegen, wenn ich einen Trick gefunden habe, wie ich durch diese komische Röhre komme. Falls einer von euch einen Trick kennt, tippen, dann werde ich ihn in den nächsten Part noch präsentieren. Das war es auf jeden Fall jetzt erstmal fürs Erste mit mir, mit ASMT. Bitte verzeiht es mir, aber es ist Folter derzeit. Auf jeden Fall, haltet immer schön die Hände über der Bettdecke, Leute. Auf Wiedersehen. Das war's, euer Ryukan.